Es gab ein Beben und damit rede ich nicht über Japan, sondern tatsächlich über die Märkte, denn Super Mario hat zugeschlagen und hat sein Versprechen aus der letzten Notenbank-Ankündigung ja wahr gemacht, nämlich wirklich Butter bei den Fischen zu tun, den Zins, den Strafzins sozusagen nochmal weiter zu senken, das heißt von 0,4 auf 0,5. Der Leitzins bleibt unverändert bei 0% und zusätzlich noch Anleihekäufe ins Spiel mitzubringen, also wirklich die volle Bazooka, von vielen durchaus erwartet, aber jetzt doch für den einen oder anderen doch nochmal erschreckend zu sehen, wie das Ganze denn dann wirklich aussieht, wenn es dann verkündet ist. Heute Nachmittag hat es die EZB verkündet. Hier ist schon Abend, aber natürlich zur EZB-Zeit Frankfurt. Am Nachmittag wurde das angekündigt und die Pressekonferenz hat das Ganze natürlich nochmal bestätigt. Und damit ist wohl eine der letzten Amtshandlungen von Mario Draghi, der ja Ende Oktober aus dem Amt scheidet, hier ein wirklicher Paukenschlag. Und damit nicht nur ein Paukenschlag an den Märkten, sondern sicherlich auch ein Schlag ins Gesicht der Sparer, denn insbesondere die Deutschen sind ja durchaus verständlicherweise da ein wenig maulig im Sinne von, hey, wie soll denn das gehen, wenn die Zinsen so sind? Da bestiehlt man uns doch unsere Anlagen, die wir hier mühsam aufgebaut haben und wir haben gesagt, wir legen uns was zur Seite. Nein, sagt Mario, das soll nicht so sein. Ob das wirklich wirkt, ist mal dahingestellt, denn es wird davon ausgegangen, oder so sagt es die Notenbank, ja, wir wollen ja durch den niedrigen Zins dafür sorgen, dass private, aber auch Industriezweige viel einfacher mit Krediten versorgt werden und das Geld also quasi in den Markt strömt. Ja, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Glauben Sie wirklich, dass Sie, wenn Sie zur Bank gehen, aufgrund dieser Situation jetzt viel einfacher einen Kredit kriegen im Sinne von, hey, ist ja gar kein Problem. Im Gegenteil, wir zahlen Ihnen sogar noch was obendrauf, denn es ist ja Negativzins. Also ich glaube, da glaubt wohl niemand dran, der einigermaßen bei Verstand ist, dass das tatsächlich funktionieren wird. Damit müssen können, dürfen wir nicht rechnen. Womit ist allerdings zu rechnen? Und das betrifft dann doch wieder den Markt. Die Banken haben die Strafe am Schuh, denn die haben, wenn sie tatsächlich Geld in der Hand haben, nicht die Möglichkeit, es mehr mit einem kleinen oder positiven Zins bei der EZB zu parken, sondern sie müssen irgendwas damit tun. Kredite geben wollen sie aufgrund von ihrer Risikobewertung nicht. Es wird ja durchaus nicht einfacher, an Kredite ranzukommen. Strafen Sie mich Lügen, wenn Sie was Besseres wissen, aber es ist mit Sicherheit nicht so einfach, wie man sich das manchmal wünscht und vorstellt. Also was machen die Institute? Ja, sie schmeißen es halt in den Aktienmarkt. Das heißt, die Inflationswünsche der EZB, so Richtung 2% zu kommen, die werden damit auch nicht erzielt. Wir sind im Moment bei ungefähr 1%. Warum werden die nicht erzielt? Weil die würden ja das alles betreffen, was wir hier haben. Das ist zwar Japan, aber trotzdem Konsum. Das wäre das, was relevant wäre in diesem Zusammenhang. Aber das, was wir jetzt erwarten müssen, ist, dass die Banken entsprechend sagen, ja, wir müssen irgendwas mit dem Geld tun und das dann eben in die Märkte reinschleudern. Und da wird das dann wohl dafür sorgen, dass die Märkte nach oben gehen. Und so ein bisschen haben wir eine Andeutung, was da jetzt gerade eben passiert. Und tatsächlich, der DAX, der hat ganz heftig gewackelt. Ich hoffe, Sie mussten nicht darunter leiden. Ging runter und jetzt wieder nach oben. Also man sieht offensichtlich jetzt, der Mut ist an die Märkte zurückgekommen. Ja, was sollen wir groß machen? Wir haben ja kaum eine Auswahl. Wenn wir schon keine Zinsen zahlen müssen, dann geht es wieder entweder in Betongold und wir wissen, das werden in der Regel keine Sozialwohnungen werden oder eben an die Märkte und dann wird das eben steigen. Das dürfte sich also sehr positiv auswirken auf den DAX. Davon bin ich grundsätzlich sogar ausgegangen, nicht notwendigerweise jetzt in diesem nahen Zusammenhang mit der EZB, aber charttechnisch ist es ja eigentlich relativ positiv, das Bild. Vielleicht betrifft das ein wenig sogar noch Amerika, denn notfalls muss halt in Amerika investiert werden und auch dort sieht es ein bisschen danach aus, als ob es so ein bisschen eine Aufwärtstendenz ist, aber Trump hat schon gemault und hat gesagt, warum kriegt es die EZB hin und warum kriegt unsere Notenbank das nicht hin hier? Das kann doch nicht die Wahrheit sein. Und tatsächlich können nicht davon ausgehen, dass sich das sofort eben auch auf den amerikanischen Markt auswirkt. Eher wohl weniger. Ich denke, da ist der Einfluss aus der China-Situation, möglicherweise noch der Iran-Konflikt, das werden wir dann sehen, mit Sicherheit aber der größere. Also würde sagen, das nicht überbewerten zumindest. So, was kann man also sonst noch zusammenfassen? Euro, spannend, denn der Euro-Kurs ist, nachdem er kurz nach oben gegangen ist, nach unten weggebrochen und wieder auf das Niveau von Anfang September und hat damit alles wieder wettgemacht, was wir als Positives zwischendurch gesehen haben. Wir sehen also, Charttechnik hin oder her, die Bewegung, die kommt durchaus durch solche Nachrichten. Die Charttechnik hilft höchstens, das dann entsprechend umzusetzen. Meistens oder hoffentlich häufig positiv, manchmal eben auch nicht. Aktuell aber auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Abwärtsbewegung. Und
das Ganze wieder nivelliert. Wir sind wieder auf den alten Niveaus unten angekommen. Gold schießt entsprechend nach oben aktuell. Also da sehen wir den positiven Effekt. Und Crude Oil bitte auch nochmal auf der Agenda haben für heute. Ist sehr stark nach unten unterwegs. Auch da haben wir das auch die letzten Stunden immer wieder gesehen. Mal wackelig nach oben, bietet mögliche Chancen für die Short-Seite. Also, die Märkte bewegt. Sicherlich die große Motivation, die Notenbank. Lassen wir uns mal überraschen, wie es da weitergeht. Gucken Sie, in welche Richtung waren in den jeweiligen Märkten natürlich die Ausschläge. Gucken Sie, welchen Sie davon mitnehmen wollen. Achten Sie darauf, wackelige Gegenbewegungen bestätigen die Richtung und bieten Ihnen günstigere Einstiegspreise. Und Stichwort Trigger nicht vergessen. Hilft natürlich nicht immer, ist aber oftmals ein ganz guter Ansatz. In diesem Sinne drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie nicht unter die Räder kommen, sondern das Ganze genießen können. Bis zum nächsten Mal. Toi, toi, toi.